Fitnessfreunde, ich bin Fitness-Oskar und ich werde euch heute sagen, wie viele Kalorien braucht ihr, wie viel Protein braucht ihr, wie viele Kohlenhydrate braucht ihr und wie viel Fett braucht ihr täglich, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Fangen wir erstmal mit dem wichtigsten Punkt an, dem Kilokalorienkonsum. Wie viele Kalorien muss ich zu mir nehmen, um Muskeln aufzubauen? Ich kann euch aber schon mal sagen, dass das nicht so einfach ist. Ich kann euch jetzt hier keine Zahl an den Kopf schmeißen, denn bei jedem ist es unterschiedlich. Jeder muss unterschiedlich viele Kalorien zu sich nehmen, um Muskeln aufzubauen. Und es gibt auch Kalorienrechner. Im Internet findet man Kalorienrechner, wo man ausrechnen kann, was für einen Grundkalorienbedarf man hat und was für einen Gesamtkalorienumsatz man hat. Und um Muskeln aufzubauen, muss man mehr Kalorien nehmen, als der Gesamtumsatz beträgt. Aber ich kann euch schon mal sagen, keiner dieser Kalorienrechner wird euch das genau sagen können, wie viele Kalorien ihr zu euch nehmen müsst. Denn es ist erstmal von Person zu Person unterschiedlich. Und zweitens ist der Kalorienverbrauch sehr von den täglichen Aktivitäten abhängig und nicht jeder macht täglich das Gleiche, sondern alle Tage sind unterschiedlich. Da geht man mal spontan irgendwo hin, da muss man mal zum Bus laufen, da geht man zum Training, da lässt man mal das Training ausfallen und schon ändert sich der Kilokalorienverbrauch. Deshalb macht es so erstmal, ohne auf irgendwas zu achten, ladet euch eine App runter, entweder Fat Secret Ernährungstagebuch, die benutze ich, oder FDDB oder MyFitnessPal oder irgendwelche anderen Kalorienzähler-Apps, damit ihr eure Kalorien eintragen könnt. Dann versucht ihr es mal ein paar Tage lang durchzuhalten. Sagen wir mal, ihr versucht es eine Woche lang, eure Kalorien zu tracken. So nennt man das, Kalorien-Tracken. Das bedeutet, man zählt seine Kalorien, man gibt alles in die App ein, was man an dem Tag gegessen hat. Und ihr gebt ein zum Frühstück eine Banane, ein paar Erdbeeren mit Quark. Zum Mittagessen Reis mit Lachs und Gemüse. Zum Abendessen, lass es sein, Pommes mit Hähnchen oder was weiß ich. Nicht jeder ist perfekt. Und dann seht ihr, aha, ich habe 2000 Kalorien zu mir genommen. Ihr nehmt diese 2000 Kalorien jeden Tag eine Woche lang zu euch. Und ihr stellt fest, nach einer Woche, ihr wiegt euch am Anfang der Woche und ihr wiegt euch am Ende der Woche am selben Tag. Und ihr stellt fest, nach einer Woche habt ihr abgenommen. Das heißt also, ihr habt zu wenig Kalorien zu euch genommen und ihr müsst sie erhöhen. Dann nehmt ihr die nächste Woche lang 2200 Kalorien zu euch. Ihr stellt euch auf die Waage und ihr stellt fest, ihr habt wieder abgenommen. Das bedeutet, ihr habt immer noch zu wenig Kalorien zu euch genommen, um Muskeln aufzubauen. Das macht ihr immer so weiter. Ihr erhöht zum Beispiel immer um 200 Kalorien. Das heißt, ihr seid dann irgendwann, sagen wir bei 2800, und ihr stellt fest, es hat sich das Gewicht nicht verändert. Ihr habt euch am Montagmorgen gewogen. Es waren 60 Kilo auf der Waage. Ihr habt euch in einer Woche auch am Montagmorgen gewogen. Und es waren wieder 60 Kilo auf der Waage. Ihr erhöht eure Kalorien also wieder, sagen wir, auf 3000 beispielsweise. Ihr könnt auch natürlich einen größeren Sprung machen, aber ihr erhöht erstmals eure Kalorien auf 3000 und ihr stellt nach einer Woche fest, ihr habt einen halben Kilo zugenommen. Und dann wisst ihr, dass euer Grundumsatz bei 2800 Kalorien ist, weil dann verändert sich euer Gewicht nicht. Und euer Kalorienbedarf, um Muskeln aufzubauen, ist dann dementsprechend ungefähr 200 Kalorien höher als euer Grundumsatz. Und das wären dann 3000. Das heißt, ihr wisst jetzt, ihr müsst Tag für Tag eure Kalorien tracken und auf 3000 Kalorien täglich kommen, um Muskeln aufzubauen. Und wenn ihr nicht auf diese Kalorien kommt oder kommen solltet an einem Tag, dann könnt ihr davon ausgehen, dass euer Körper an diesem spezifischen Tag nicht genügend Energien hatte, um Muskeln aufzubauen.
Deshalb müsst ihr Tag für Tag dieselbe Kalorienanzahl zu euch nehmen. Ich mache es euch hiermit einfacher, denn ihr könntet auch variieren, ob ihr zum Training geht oder nicht. Aber ich mache das so, dass es funktioniert, immer dieselbe Kalorienanzahl zu euch zu nehmen. Das wären in dem Beispiel, das ich gerade genannt habe, 3000 Kalorien. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass ihr das Potenzial für den Muskelaufbau habt, aber noch nicht unbedingt Muskeln aufbauen werdet. Denn hierfür ist noch die Makronährstoffverteilung sehr wichtig. Und zu der kommen wir jetzt. Und die Makronährstoffe sind Proteine, Kohlenhydrate und Fett.